Moin, ihr Lieben. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, was mir schon öfter im Kopf rumgespukt ist. Ich aber letztens darüber sehr intensiv und bewusst drüber nachgedacht habe und seitdem geht mir das ganze Thema nicht mehr so aus dem Kopf und deswegen drehe ich auch im Moment dieses Video hier. Wie ihr im Titel schon gesehen habt, geht es und dreht sich das alles um dicke Protagonisten in Büchern und zwar dicke Hauptprotagonisten. Mir ist nämlich aufgefallen, dass es das so gut wie gar nicht gibt und ich habe jetzt so mein Augenmerk besonders auf Fantasy gelegt, aber auch auf Kinder- und Jugendbücher. Ich weiß nicht, wie das bei Krimis und Thriller ist, aber besonders hier in diesen Genres ist es mir halt aufgefallen. Es ist natürlich genauso wie in Filmen auch, die Dicken spielen eine ganz besondere, klischeebehaftete Rolle und zwar meistens die lustigen Dicken. Oder wenn es Frauen gibt, die eine sehr kurvenreiche Figur haben, große Brüste haben, dann sind das meistens die Verführerinnen, die aber dann total abstinken gegen die Richtige, die dann natürlich eher so eine elfengleiche, zarte Figur hat. Weil die, die Frauen mit diesen kurvenreichen Figuren, die sind meistens nur die Verführer und die Lasziven, die vielleicht sogar noch ein bisschen vulgär sind. Und sowas finde ich einfach unglaublich ätzend. Ein Positivbeispiel wäre hier Bridget Jones. Das gibt es ja sowohl als Film als auch als Buch, wo wir unsere total sympathische Pummelfee Bridget Jones haben, die einfach so uns ans Herz gewachsen ist, weil sie einfach so ist, wie sie ist und wir sie so lieben und sie dann letztendlich auch geliebt wird, so wie sie ist. Und sie wird nicht irgendwie zum Schluss auf einmal elfengleich, sondern sie ist immer noch die tollpatschige Bridget. Aber ich will gar nicht, dass dieses Thema im Mittelpunkt steht, also dieses Dicksein, dass das das Hauptthema des Buches oder des Films ist, sondern ich möchte einfach, dass es ganz normal ist, dass einfach Hauptprotagonisten mal so aussehen, dass sie hier mal ein Fündchen zu viel haben, einen Bauchansatz, dicke Oberschenkel, große Brüste, was weiß ich, schrubbelige Arme, das gehört nun mal dazu zum Menschsein. Und ich will ja auch gar nicht sagen, dass wir nicht auch mal Protagonisten brauchen, die ein bisschen perfekter sind, weil wir uns da vielleicht von unseren eigenen Schwächen einfach mal abheben wollen oder mal ablenken lassen wollen und dass wir auch Protagonisten haben wollen, die nicht einfach nur Schwachmaten sind, sondern tough sind und vielleicht auch fit und sportlich. Und das muss natürlich auch sein, aber ich finde, es gibt für alles irgendwie einen Abnehmer und ich finde, wenn ein Protagonist mal nicht perfekt ist, also es kommt ja durchaus oft vor, dass eine Protagonistin oder ein Protagonist nicht perfekt ist und dann finde ich das auch gut, aber wenn sie denn nicht perfekt sind, dann geht das meist in die andere Richtung, dann sind sie eher so kleine, zarte, elfengleiche Kinder. Also so haben dann so eine kindliche Figur, sind dann eher dürr und schmächtig, aber das Gegenteil, das gibt es nicht. Es gibt immer den dicken Freund, aber der dann meistens natürlich auch lustig ist, aber sonst kommt mir kaum was in den Sinn, wo dickere Personen die Hauptfiguren spielen, so in Filmen als auch in Büchern. Und ich glaube, dass in der Frauenliteratur, also so Liebesgeschichten, dass es da oft mal Thema ist und dass es das, glaube ich, da öfter gibt, aber das meine ich gar nicht. Ich hoffe, ihr versteht mich, was ich meine, wenn ich sage, dass ich gar nicht will, dass eine Protagonistin mitspielt, die dick oder pummelig ist und dass es dann aber nicht um das Hauptthema Dicke sein geht und das Problem mit Dick sein, sondern dass es einfach eingewoben wird in alle Genres. Mir ist aber auch bei Kinderliteratur und Jugendliteratur ist mir das auch aufgefallen, dass es da sehr, sehr selten Kinderrollen gibt, in der Hauptrolle, die halt etwas dicker sind. Ich meine jetzt aber hier wieder nicht die Problembücher, die halt das Thema Dicksein behandeln, Probleme mit Dicksein gehänselt werden und so weiter. Das gibt es sicherlich auch, was ja auch gut ist, dass es das gibt, aber das meine ich nicht. Ich meine ganz normale Komödien, ganz normale lustige Geschichten, wo die dicken Kinder in
Vordergrund stehen. Und das musste jetzt einfach mal raus. Ich finde, das fehlt einfach. Besonders wie ich, wenn man ein bisschen was zu viel auf dem Knochen hat und aber damit lebt. Und ich finde, das gehört einfach dazu. Und es gibt so viele Leute, die ähnliche Figuren haben. Und da finde ich das sehr, sehr schade, dass die Literatur da nicht mitzieht. Und deswegen habe ich mir jetzt zwei Bücher hier mal rausgesucht, bei denen ich weiß, dass hier dickere Protagonisten mitspielen. Und vielleicht habt ihr ja auch einige Empfehlungen oder Tipps, die ihr auch nochmal in die Kommentare runterschreiben könnt und natürlich auch eure Meinung zum Thema sagen könnt. Und zwar habe ich zunächst Die Stunde der Helden von Jörg Benne rausgesucht. Hier ist unser Protagonist, der junge Schreiber Fehlerhaar, der, wie gesagt, ein Schreiber ist, viel auf dem Kasten hat, viel im Köpfchen hat, eher ein Gelehrter ist, aber wirklich körperlich nicht sehr begabt und auch wirklich nicht fit. Er ist sehr pummelig, muss jetzt aber auf Abenteuerreise gehen mit mehreren Kriegern und Helden. Das fand ich wirklich sehr erfrischend und ich meine mich zu erinnern, dass es in diesem Buch Ruf der Tiefe von Brandes und C-Mac eine Jugenddystopie, die unter Wasser spielt, ein Öko-Thriller auch, könnte man auch sagen. Und hier geht es um Leon und Lucy und ich meine, dass Lucy auch ein paar Funde zu viel hat. Und besonders hier sieht man das, dass es hier wirklich nicht die Hauptthematik dick sein ist, sondern dass es einfach mit in die Geschichte eingewoben wurde. Und dann gibt es noch ein Buch, das habe ich nicht selber gelesen, aber von dem habe ich gehört. Und zwar ist das ein Jugend-Fantasy-Buch, Der Feuerstein von Ray Carson. Blende ich euch einmal ein, das Cover. Ich glaube, das ist ein High-Fantasy-Titel. Hier geht es um eine pummelige Prinzessin. Und fand ich auch ganz interessant. Aber das sind auch so mit die einzigen Bücher, die mir da eingefallen sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Und ich hoffe, ihr seht dieses Problem auch. Wenn ihr es nicht so seht, könnt ihr natürlich trotzdem in den Kommentaren eure Meinung darlegen. Ich lasse mich da gerne überzeugen, dass es doch sehr, sehr viel Angebot gibt und ich das vielleicht alles nur nicht entdeckt habe. Vielleicht habe ich ja immer nur die Bücher erwischt, wo es genau andersherum ist. Aber mich nervt das langsam auch echt schon. Diese klischeebehaften Rollen finde ich auch ganz, ganz grausam. Das finde ich schade. Und deswegen das Video. Jetzt habe ich mich auch ein bisschen in Rage geredet. Ich bin richtig außer Atem. Ich habe gar nicht so richtig viel Luft. Und deswegen höre ich jetzt auch auf. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und freue mich auf eure Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao!